Am 2. Mai 1835 ist in Königsbrück wohl einer der ersten Kindergärten der Region eröffnet worden. Gestiftet von Kammerherrin Gräfin Luise von Hohenthal, deren Namen die Kleinkinderschule später bekam. Das Anliegen der Einrichtung war, Eltern, denen es aufgrund ihrer Verhältnisse nicht möglich sei, ihre volle Zeit der Erziehung ihrer Kinder zu widmen, hier ihre Mädchen und Jungen in geordneter Weise erziehen zu lassen und in denselben schon in zartester Jugend den Keim zu einem sittlichen und religiösen Leben zu legen und zu bewahren. Die Kinder müssen 2 Reichsgroschen und 5 Pfennige und wenn 2 Kinder aus einer Familie sind, 3 Reichsgroschen und 8 Pfennige für beide bezahlen. Sie erhalten Frühstück, Mittagessen und um 4 Uhr auch eine Vespersuppe, so die damaligen Bestimmungen. 1896 veranlasste der Standesherr, ein geheimer Kommerzienrat Naumann, einen Neubau auf der Gartenstraße, der auch heute noch den Luisenstift, eine Einrichtung für Behinderte, beherbergt.